Zeichen gehen. Und ich hoffe, mir folgen mehr Leute mit Geld in ihren Taschen. Danke. Thank you, merci, bedankt, danke schön. You're welcome, you know, thank you very much. Help us, we're helping each other. Hallo, ich wurde gerade hier am Zaun angesprochen. Hier möchte jemand auch noch euch was erzählen. Sie hat mich am Zaun gefragt. Ich gebe dir jetzt einfach mal das Mikrofon und sag, was du uns zu sagen hast. Hallo, ich bin Paul aus Konstanz. Ich gehe in Kreuzling in der Schweiz in die Schule. Wir haben dort weder Abstandsregeln noch Abstandsmarkierungen an den Schulgebäuden. Die Klassen werden nicht getrennt und alle Schüler dürfen miteinander spielen, Spaß haben, ringen und raufen und sich umarmen. Ich stehe hier, um euch zu sagen, dass das geht, dass das Spaß macht und dass ich mir das auch für alle Schulen auf der ganzen Welt wünsche. Ich verstehe nicht, warum sich Viren 200 Meter hinter der Grenze anders verhalten sollen als bei uns an der Schule. Wir haben seit Mitte Mai bereits wieder normalen Schulunterricht. Nur müssen wir zum Unterrichtsbeginn uns gründlich die Hände mit Seife waschen und wir benutzen zwei verschiedene Treppenauf- und Untergänge. Ansonsten ist unser Tagesablauf ganz normal. Wir sind alle gesund. Ich stehe hier, weil ich keine Masken tragen will, bis eine Impfung kommt. Ich möchte mich hiermit auch gleich gegen eine Impfung aussprechen. Da ich meinen Körper sehr gut zum Beispiel mit Sport und frischer, abwechslungsreicher Ernährung gesund halten kann. Ich möchte Kindern eine Stimme geben, damit sie selber entscheiden können, was mit ihrem Körper passiert. Es geht hier um die Zukunft von uns Kindern. Wir brauchen dafür neue, liebevolle Wege. Vielen Dank. Schönen guten Abend, Berlin! Herzlich willkommen in der Hauptstadt der Freiheit! Wir sind heute hier, um einzustehen für das, für was wir glauben, für Frieden, für Freiheit, für Wahrheit, für Liebe, für Brüderlichkeit und für Gewaltlosigkeit. Und ich freue mich, dass ihr heute alle unter diesem Motto hierher gekommen seid. Ich möchte mal ganz kurz, bevor wir anfangen zu sprechen, die Menschen an der Siegessäule hinten ein bisschen um Abstand bitten. Wir haben wieder von der Polizei ein paar Hinweise bekommen, dass wir dort noch mal kurz ein kleines bisschen um Abstand bitten müssen. Auch am Tower 16 kommen die Leute langsam nach. Da haben wir auch gehört, dass die Abstände teilweise nicht eingehalten werden können. Bitte seid so lieb, lasst diesen großen Tag auch groß zu Ende gehen. Wir hatten bisher wirklich viel Erfolg und ich danke euch. Ich sehe schon, dass da hinten die Bewegung erfolgt. Vielen, vielen Dank dafür. Meine Lieben, ihr alle, das ist euer Applaus. Ihr alle seid ein Zeichen dafür, wie sich eine Gesellschaft anfühlen sollte, die für Wahrheit steht, die für Friede steht, die für Kooperation steht, die für Eigenverantwortung steht. Und das, was hier in den letzten 48 Stunden in dieser Hauptstadt von der politischen Führung aufgeführt wurde, ist ein Armutszeugnis. Und wir sind heute hier, um zu fordern, dass das ein Ende hat. Und das Interesse ist riesengroß. Über YouTube sind fast 50.000 Leute live, die schauen das mit zu, ihr seid nicht alleine. Und hier ist die ganze Straße voll, wir haben Bilder aus der Luft, wir haben die Bilder vom Kran, wir sind im Flugzeug geflogen. Es ist großartig, was sich hier heute abspielt und ihr seid alle ein Teil davon. Heute sind wir alle Berliner.
Und wir sind noch nicht am Ende, meine Lieben, denn das ist erst der Anfang. Das ist erst der Anfang eines langen Kampfes, der noch nicht vorbei ist. Denn immer noch ist Angela Merkel im Amt, immer noch macht die Regierung genauso weiter, wie sie letzte Woche aufgehört hat. Aber wir müssen uns dafür einsetzen, mit Liebe, mit Geduld, mit Kraft, mit Mut, mit Motivation, dass wir zu unserem Ziel kommen, dass die Wahrheit obsiegt und dass die Eigenverantwortung und das Selbstbewusstsein für das, wer wir sind und für die Wahrheit in dieser Gesellschaft wieder groß geschrieben wird. Denn Ende mit den Lügen, ich kann es nicht mehr hören. Das, was wir gesehen haben, und ihr habt die Livestreams alle gesehen, was hier passiert ist. Und wir sind durch alle Gerichte gegangen. Die Anwälte haben einen Riesenjob gemacht und wir haben auf der ganzen Reihe einen Sieg eingefahren. Und es gibt noch etwas Recht in diesem Staat. Und solange dieses Recht noch hier ist, müssen wir hier stehen und müssen die Hand hochhalten und sagen, so kann es nicht weitergehen. So können wir nicht weitermachen. So wollen wir nicht weitermachen. Wir wollen zurück zur Freundlichkeit. Wir wollen zurück zur Brüderlichkeit. Wir wollen zur Einigkeit. Wir wollen zu Recht. Und wir wollen zur Freiheit. Und dafür sind wir heute hier. Und dafür stehen wir ein. Und meine Lieben, wir sind in dem Programm schon ein bisschen im Verzug, aber ich wollte euch nur ganz kurz diese Worte sagen. Ich bedanke mich bei jedem Einzelnen. Glaubt nicht, dass ihr weniger wichtig seid als wir, die wir hier oben stehen. Jeder von euch macht einen Riesenjob. Jeder von euch, der einsteht für das, was er sagt, der Repressalien in Kauf nimmt, der Gegenwind in Kauf nimmt, der macht genau das, was in dieser Gesellschaft so dringend benötigt ist. Menschen, die Verantwortung übernehmen, die einstehen für was sie glauben und die zum Ziel haben, eine Gesellschaft zu verändern, eine Gesellschaft voller Lügen zu beenden, hin zu einer Gesellschaft für eine Zukunft für die Kinder, eine Gesellschaft, in der wir alle leben möchten, ein Land, das einmal wieder das werden soll, was es mal war, meine Lieben. Und dafür wollen wir kämpfen, dafür wollen wir aufstehen. Und ich danke euch allen, dass ihr hier gewesen seid. Und jetzt gebe ich das Wort an meinen lieben Kollegen Bodo und danach kommt der Heiko. Und bitte da hinten an der Siegessäule, macht den Abstand noch ein bisschen größer und an der Tower 16. Meine Lieben, vielen Dank, dass ihr hier seid. Ich freue mich tierisch. Hallo, dann ist das hier. Hallo Samuel, vielen Dank. Und man trifft natürlich bei Corona auch neue Freunde und die alten wechselt man aus. Zumindest habe ich diese Erfahrung selbst gemacht. Hallo Berlin! Und ich habe schon gestern wahnsinnig viele Gespräche geführt mit einzelnen von euch und ich habe Geschichten gehört, die ich mich selbst gar nicht getraut habe. Leute, die so stark für ihre Meinung eingestanden sind, dass sie ihren Job verloren haben, dass sie ihren Job niedergelebt haben. Ich habe gestern einen Lehrer getroffen, der seinen Beamtenstatus niedergelegt hat, weil er das nicht mehr mitmacht. Und das sind Helden. Wir sind im Moment an einem Scheideweg angekommen, wo wir aber tatsächlich auf der Welt zusammenwachsen. Und ich glaube, wir sind auf einer Schaukel. Und diese Schaukel ist genau im Moment dabei, in die eine oder in die andere Richtung zu kippen. Und es ist ganz gefährlich, wenn sie in die falsche Richtung kippt. Und wenn wir sehen wollen, wie die falsche Richtung aussieht, dann brauchen wir nur nach Australien zu blicken. Und die Bilder davon haben wir genau.